Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich mein Paket vom Wick Osterwichteln für euch. Ich hatte das große Glück, von René von Wick gezogen worden zu sein und entsprechend habe ich ein fettes Tasting Circle Päckchen bekommen und kann euch eine ganze Woche lang an dieser tollen Zusammenstellung teilhaben lassen. Auch schon das letzte Video zu meinem Osterwichtel-Paket. Ja, und wie es so am Ende der Woche ist, es wird pietet. Ich darf mich über einen 14 Jahre alten Bowmore freuen. Und zwar genauer gesagt um den Bowmore Single Cask aus der Winter Season 2015. Abgefüllt von Signatory Vintage, gelagert in einem Refill Sherry Butt 55,4%, glaube ich. Aktuell 140 bis 160 Euro, also durchaus auch verfügbar. Ach, ich muss mal die andere Hand dazu nehmen. Ja, ich bin gespannt. Bowmore ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Der ist mir einfach zu mineralisch, zu salzig, zu maritim, zu fischig. Ich bin gespannt, ob mich dieser Bowmore überzeugen kann. Witzig, jetzt habe ich es gerade gesagt und mein erster Gedanke, als ich dran gerochen habe, war Aquarium, Fischfutter. Mal gucken. Ich kriege das noch nicht so richtig los. Obwohl, jetzt habe ich so ein bisschen Tonerstaub, Büroatmosphäre, Papier. Ja, so diesen Tonerstaub, Bibliothek, Feeling. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Er ist nicht gefärbt. Schaut ihn euch an von der Farbe her. Mein erster Bowmore, den ich verkostet habe für euch, war mit Pet in Whisky und Genuss. Das Video solltet ihr euch unbedingt anschauen. Das hat echt Spaß gemacht. Und da haben wir einen Bowmore Dark and Intense, 10 Jahre alt, verkostet. Das ist für 35 Euro die Literflasche ein super Trinkwhisky gewesen. Und der war gefärbt, also der hat eine sehr extreme Farbe und der war gefärbt und der hier ist nicht gefärbt. Also so als Vergleich vielleicht ganz interessant. Ich habe leider immer noch diesen Staubtoner Bibliothek. Immerhin habe ich kein Fischfutter mehr. Dieses sehr Mineralische ist einfach da. Ich weiß nicht, ob das in meinem Kopf einfach so eingebrannt ist, aber es ist so extrem mineralisch, so hervorstechend, wie bei Laphroaig normalerweise der medizinische Geruch hervorstechend ist. Ist für Bowmore, für mich einfach dieses, Pat hat damals gesagt, mineralisch, das trifft es ganz gut. Ich habe es immer als maritim und salzig versucht zu umschreiben, aber mineralisch trifft es eigentlich wirklich am besten. Auch mit dieser Staubnote dazu, die ich jetzt beschrieben habe, das passt ganz gut. Ich kriege auch nichts anderes da rein. Also ich halte meinen Nüschel jetzt hier schon gefühlt 5 Minuten rein. Vielleicht eine minimale Zitrusnote irgendwo ganz hinten versteckt. Wow, ich kriege echt nichts anderes in die Nase. Probieren wir mal. Slangy. Ich musste jetzt lachen, weil ich diese Toner-Bibliotheksnote, die eigentlich für mich auch gar nicht so schlimm ist, jetzt auch im Geschmack hatte. Der ist sehr, sehr muffig, finde ich. Extrem. Also mir gefällt das. Ich finde, das ist ein sehr interessanter, sehr leckerer Bowmore. Er ist halt nicht so Fisch und fertig, sondern er ist wirklich so dieses staubige Bibliothek-Bibliothek.
Toner, früher das Büro meiner Eltern. Sehr staubig auch im Gefühl. Mein Mund ist extrem trocken und wie belegt mit Staub fühlt es sich an. Wow, krass. Natürlich, der Peat ist aber angenehm. Ich finde auch den Alkohol sehr gut eingebunden. Für meinen Eindruck geht das bei Peated Whiskys immer ein bisschen einfacher, weil die ja sowieso vom Geschmack her ein bisschen heftiger sind und man dann eher sowas erwartet. Bisschen scharf hinten raus auch, leicht würzig, aber jetzt am Ende wirklich ist es, als hätte ich Kreide gefuttert. So total trocken alles. Es ist krass. Am Anfang hat er eine leichte Öligkeit, eine leichte Wärme, auch eine minimale Süße. Aber wirklich nur so die Vanille aus dem... Oder es ist ja an sich ein Refill Sherry Butt, ja, so diese leichte, vielleicht eher, ja wirklich, vielleicht eher eine Frucht als eine Vanille. Aber wirklich so ganz, ganz leicht krasses an diesem holzigen Sherry Fass. Und dann kommt sofort... diese auch Würzigkeit, es ist weniger ein Torf, na doch, es ist eher Torf als Rauch, ne? Rauch ist ja immer kohlig oder fleischig, das ist so gar nicht drin gefühlt oder wenn, dann halt sowas Aschiges und vom Torf her ist es trotzdem was Erdiges, was Muffiges und dann habe ich diesen Kreidebelag einfach auf der Zunge. Ja, am Anfang, das ist fast, das hat dieses barocke Sherry so ein bisschen drin. Und hinten raus wird er dann auch so ganz leicht pfeffrig, aber eher so in die Richtung Chili. Also wirklich würzig scharf gehend. Vom Geschmack her sehr interessant. Das ist wirklich mal ein Bomber, den ich interessant finde. Obwohl mir das hinten raus halt, mich stört dieses, jetzt habe ich dieses leicht bittere, kreidige auf der Zunge. Das ist überhaupt nicht mein Fall, aber... Vom Geschmack an sich gefällt er mir super. Wenn dieses Ende nicht wäre, wäre der echt klasse. Bowmore kommt von der schönsten Insel Schottlands, von Islay. Ist 1779, ja, 1779 erbaut worden, in der gleichnamigen Stadt Bowmore. Süßes Städtchen, süße Brennereianlage, relativ modern von innen, schön historisch von außen. Sehr weißes Gebäude, das ist ja für Islay sehr typisch, dass die Häuser alle weiß sind, die Brennereigebäude. Und gibt einen super Buchladen daneben, kann ich nur empfehlen. David Simmons war es übrigens, der die Brennerei gegründet hat. Es ist immer schwer, sich so diese ganzen harten Fakten zu den Brennereien zu merken. Merkt ihr euch sowas? Ja, wie bewerte ich dich jetzt? Schwierig. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Bowmore. Ich möchte gern, dass er mir gefällt, weil es ein Islay-Whisky ist, weil es die älteste Brennerei Islays ist. Aber so richtig konnte ich mich bisher noch nicht so damit anfreunden. Also der ist, wie gesagt, auch wieder... Vom Körper her echt interessant und der Abgang versaut es für mich persönlich aber so richtig wieder. Schwierig. Ich muss ehrlich sagen, rekapitulierend, ich kann ja nochmal den kleinen Brief, den ich vom René dazu bekommen habe, hier mit rausholen. Da stehen nämlich alle nochmal drauf. Alle Whiskys, die ich bekommen habe. Da hatte ich den Blood noch, den 12 Jahre alten, den Longmorn, den Edradour, den Glenmorray und den Bowmore. Der Edradour war bis von den 5 wirklich der beste für meinen Geschmack. Dann kam der Bowmore. Doch, ich kann ihn auf Platz 2 setzen. Auch wenn es am Ende so ein bisschen eigentlich verhuddelt hat. Der Körper war einfach sehr, sehr lecker. Kann ich so sagen. Dann würde ich den Blood noch einordnen. Der hat mich echt beeindruckt. Den fand ich
ganz lecker. Dann der Glenmorangie und zum Schluss leider der Longmorn, weil der einfach so ein bisschen zu wenig geboten hat für das, was er jetzt angekündigt hat. Ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an René für auch die Organisation dieser tollen Aktionen immer und für dieses tolle Päckchen. Und ich freue mich schon auf die nächste Wichtelaktion und ich denke, ich bin da auf jeden Fall wieder dabei, wenn ich das ermöglichen kann. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Paketreihe gefallen. Ich hoffe, ich habe jeden Whisky ausführlich besprechen können mit genügend Zeit. Und ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Videos wieder dabei. Und bis dahin, Slangy! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangy war!